Wir sind hier in Bonn, vor der Uni Bonn, ist ja logisch. Und wollen mal gucken, wie es hier aussieht mit geilen Frauen und gucken, ob wir ein paar Telefonnummern kriegen, oder Tom? Ja, wir haben uns gedacht, wir machen so einen kleinen Wettbewerb hier. Tüng hat gesagt oder hat mich herausgefordert, dass er mehr Telefonnummern kriegt als ich. Wir werden jetzt einige Mädels anbaggern und versuchen, da möglichst viele Telefonnummern zu bekommen. Wie heißt du? Rohilei. Das ist ein schöner Name. Wo kommst du her? Afghanistan. Wow, das ist ja schön. Ich war noch nie dort, aber wo kommst du denn her und wie heißt du denn? Wo ich herkomme? Du kannst ein Referat halten jetzt, mir auch ins Mikrofon, ist keine Ursache. Unser Referat eigentlich vorbereiten. Ich heiße Marike. Marike, wenn du zu tun hast, keine Ursache. Ich habe vielleicht später Zeit heute Abend. Wie wäre es denn, wenn du mir einfach deine Nummer gibst? Ich möchte mich mit dir unterhalten und zwar über Afghanistan. Leute, habe ich kein Telefon. Kommst du aus Deutschland? Ich komme aus England. Aus England? Du hast kein Telefon? Ja. Mobiltelefon? Nein. Telefonnummer aus England? Nein. Telefonnummer von der Queen? Bonn, die brüdesten Frauen Deutschlands. Kannst du mir da zustimmen? Nee, würde ich nicht sagen, weil ich ja eine Frau bin, ne? Ist ja klar, dass ich nicht zustimme. Also du gehst schon offen auf Männer zu und sowas oder wartest du dann eher, bis du angesprochen wirst? Kommt immer ganz drauf an, ob es sich lohnt oder nicht. Kannst du mir deine Telefonnummer geben? Nee. Warum denn nicht? Ich rufe dich dann nur mal an, so ganz Ja, privat. nicht vor der Kamera. Nicht vor der Kamera. Wenn wir die Kamera jetzt ausmachen, dann gibst du mir eine Telefonnummer. Vielleicht. Kamera kurz aus. Verknötet ist, aber. Und gehen wir mal zu einer ganz, ganz kultivierten Hübschen. Stehen wir nicht auf meinem Kabel hier? Sei du nicht nervös, ich bin's jetzt. Und zwar haben wir hier jemanden, der eine ganz interessante Lektüre liest. Und zwar, nee, das ist nur was für Heimkino. Wo gehst du hin? Also, nee, warte mal, nicht wegrennen hier. Nein, wo gehst du denn hin? Ich gehe, nein. Du, nicht weinen. Okay, das war jetzt nix, ging in die Hose, aber ich suche mir auch immer die Schönsten raus, die absolut gar nichts wollen. Egal, Tüng ist dran und dann bin ich wieder dran. Und dann sehen wir weiter. Es steht 1 zu 0, here we go. Ich hätte mal eine Bitte, könntet ihr zwei Jungs mal ganz kurz weggehen, weil ich muss mit dem Mädchen gerade mal alleine reden. Ach, drei? Ah, Entschuldigung, das. Entschuldigung. Entschuldigung, auf dich hatte ich es jetzt abgesehen als Frau, aber ist egal. Könntest du dann auch bitte mal ganz kurz. Gut, alles klar. Danke, danke. Mädels, wie alt seid ihr denn? 15. 14. 15. Da mache ich mich natürlich strafbar, aber da wir beim Fernsehen sind, ist das egal. Der liebe kleine Tom, der bräuchte deine Telefonnummer. Kann ich deine Telefonnummer haben, bitte? Irgendwie habe ich das gestern bei Stefan Raab auch gesehen. Das war bei Stefan Raab auch? Nee. Scheiße, wir wollen jetzt niemanden billig kopieren, aber ich habe ja keinen Fernseher zu Hause. Stefan Raab, ja ehrlich, wirklich? Dann weißt du Bescheid, ne? Aber es ist nicht für Stefan Raab, sondern für, ist egal, für einen kleineren Kanal. Wie sieht's denn aus? Wir rufen auch ganz bestimmt an. Ganz bestimmt. Den würde ich sie dir geben. Ganz bestimmt. Ganz bestimmt. Ja? Okay. Super, danke. Weil, dann kann ich gleich sagen, dann stehst du nämlich 1-1. Schönes Wetter heute, ne? Ich bin Tom, wie heißt du? Ist egal, wie du heißt. Ich will nur deine Telefonnummer haben. Und ich bin tierisch am Zurückliegen. Also es steht 2 zu 1 für ihn und ich brauche unbedingt eure Telefonnummern. Um was zu tun? Um euch anzurufen oder wenn ihr nicht wollt, dann rufe ich euch auch nicht an. Hauptsache ihr gebt mir die Telefonnummer. Dann könnte ich dir ja irgendeine geben, wollte ich gerade Das ist kein Problem. Dann gib mir doch einfach deine Telefonnummer. Ja, gut. Würdest du festhalten, das Papier? Und aber rufst du da an oder nicht? Na, wenn du, je nachdem, wenn du willst, dass ich anrufe, rufe ich an. Wenn du nicht willst, dass ich anrufe, dann rufe ich natürlich nicht an. Es steht jetzt 3-3, ja? Ich finde dich aber tierisch süß. Das zieht nicht. Das zieht nicht. Wenn wir mal hier rüberfahren, haben wir 2, 3, 5, 7, 9 Mädchen. Und eine von den 9 Mädchen muss jetzt wenigstens eine Nummer rausgeben. Und wir gehen mal in die goldene Mitte. Kommt nicht von ungefähr, weil wir suchen uns natürlich auch immer die Hübschesten raus. Fangen wir mal mit den Hübschesten an und werden wir mal gucken hier, was die zwei Mädels da so zu sagen haben. Wunderschönen guten Tag hier. Wir sind hier vom Sender. Grüßt euch. Na? Mit wem darf ich anfangen? Mit dem großen Sender. Mit wem darf ich anfangen? Du? Ist egal. Du kannst, wie heißt du? Monika heißen. Monika, schöner Name. Wie heißt deine Freundin? Zoe heißt die. Zoe. Zoe, okay. Da komme ich später nochmal zurück zu dem Namen, aber Monika war das, ne? Ist ein hübscher Name, du gefällst mir. Was hältst du von mir? Ach, du, ne? Was studiert ihr denn? Hast du einen Freund? Wie alt bist du?
Nee, also tut mir leid, aber keine Nummer von mir heute. Keine Nummer von nee. Mir? Ja, seid ihr Studentin? Ja. Studentinnen sind oft schlecht gelaunt und geben ihre Nummer nicht raus. Gehen wir mal zu einem weiteren Mädel hier. Oh, Entschuldigung. Keine Ursache? Oh. Nee. Bitte, bitte. Ist das eine Wette oder was? Sozusagen, ja. Sozusagen. Soll ich dir jetzt mal eine Nummer geben? Ja, wäre nett. Wenn du mir deine richtige gibst, würde ich dich aber wirklich mal anrufen, weil siehst wirklich richtig klasse aus. Nee, dann gebe ich dir mal eine Nummer. Alles klar, dann gib mir mal eine Nummer. Ah, ja, hast du was zu schreiben? Du bist doch Studentin. Aber heute habe ich frei. Hallo, ihr Studenten da hinten? Hallo? Gib mir mal einen Stift. Flucht in die Unsterblichkeit. Wenn du mit mir flüchtest, dann werden wir beide unsterblich sein. Ich bin ja eigentlich schon unsterblich in dich verliebt. Hast du Telefon? Wohnst du noch zu Hause? Ja, ja. Du wohnst noch zu Hause, dann ist das ein bisschen blöd, ne? Aber ist egal. Wir können uns ja irgendwo treffen. Bitte? Ich habe auch ein eigenes, aber... Wie? Handy? Ist viel zu teuer. Aber ist egal. Hast du eine Handynummer? Ja. Dann gib mir mal deine Nummer. Hopp, hopp. Ich wüsste nicht, warum. Weil ich dich lieb hab. Ach, danke schön. Das ist aber... Ich leite dich auch auf dem Eis ein. Ja, aber am allerliebsten... Ist da noch was drin? Wenn noch ein bisschen Eis drin ist, dann schieb das rüber. Die will ein Eis. Dann gibst du mir auch die Nummer. Und nirgends. Okay? Jetzt steht es 8 zu 6 oder 8 zu 7. Müssen wir alles zusammen. Wir haben nämlich alles in eine Tüte geworfen. Ich bin der Tüng und du? Ja, ich bin die Jessica. Hallo. Willst du mir vielleicht deine Telefonnummer geben? Ich brauche dich aber nicht in den Arm nehmen, ne? Oh, das ist aber schade. Ja, genau sowas brauchen wir. Telefonnummer, Telefonnummer! Ich möchte eine kurze Frage stellen. Und zwar, Sie sehen wirklich ultra scharf aus. Können Sie mir Ihre Nummer geben? Das hätten Sie wohl gerne, ne? Ultra scharf, oder? Habt ihr Telefonnummern für mich? Nein. Nee. Ich habe kein Telefon und kein Handy. Lasst euch nicht aufhalten von mir, oder stören besser gesagt, grüß dich. Eigentlich will ich zu dir. Wie heißt du? Eugenia. Eugenia, was ist das denn für ein Name? Wo kommst du her? Aus Russland. Aus Russland? Ja, Jutibia. Ja, тебя тоже. Alles klar, das heißt, ich liebe dich auch. Ich würde mir dir liebend gern meine Telefonnummer geben. So tust du doch einfach. Hi, ja, ist egal. Eure Chefin hat gesagt, das ist in Ordnung, wenn ihr kurz mit mir redet. Was macht denn hier? Schönes Getränk? Alles klar, das interessiert mich überhaupt nicht. Ihr seht gut aus, wollt ihr mir eure Telefonnummer geben? Nein. Telefonnummer! Nein! Telefonnummer! Nein. Grüß dich, dir ist was runtergefallen. Entschuldigung, ne, das war was ganz Spontanes. Uns ist ein Stuhl runtergefallen, das ist eine Eingebung gewesen. Und jetzt denke ich mir einfach mal, muss ich dich mal ansprechen. Ja, wie geht's dir? Gut. Alles klar. Okay, jetzt gehen wir mal weiter hier. Wie geht's dir? Dir geht's auch gut, ne? Ach, zu ihr wolltest du, hast du gesagt, ne? Ach so. Nee, Tüng wolltest du dir, deswegen kann ich das jetzt... Nein, wollen wir mal wechseln, alles klar, okay. Augenblick. Einen fliegenden Wechsel hier, wie wir sehen. Und noch ein Stuhl für mich. Hi, ihr zwei schönen, hübschen, blonden Frauen. Aber ich wollte eigentlich, seid ihr Schwestern? Nee. Wie heißt ihr denn? Corinna. Jeanette. Gibst du mir deine Telefonnummer? Telefonnummer? Warum? Weil ich es süß finde, dich gerne mal anrufen würde. Aber nicht vor laufender Kamera. Ja, weil ich gemerkt habe, dass wenn man mit der Kamera auf Frauen zugeht, dann ist das besser. Ich kann jetzt leider nicht dran gehen. Deine Telefonnummer ist? Darf ich mich da ein bisschen mit einbauen hier? Wie heißt du? Nathalie. Schmeckt dir das Eis? Ja. Du schmeckst mir auch. Hallo. What kind of ice cream do you eat? Do you speak any English? You don't speak English? Nein, Deutsch. Sich das mal an, hier in Bonn gibt es wunderschöne blonde Frauen. Wie heißen sie denn? Silke. Und gibst du mir deine Telefonnummer, Silke? Nee. Du musst immer rechts fahren, ne? Sonst kommt der Gegenverkehr. Grüß dich, hallo. Na, du musst dich beeilen, sonst ist deine Mami weg. Hallöchen, grüß dich. Hallo. So, okay. Du. Moment, ich muss dich einkreisen. So. Warte mal, eine Sekunde bitte. Eine kleine Umfrage hier. Ich nehme auch die Brille ab. Willst du die Brille auch abnehmen? Nee, nein. Das stimmt. Das wäre besser für dich, wenn du mich nicht sehen würdest, weil, du weißt... Du hörst die Sirenen? Mhm. Notfall. Mhm. Ist hier in der Luft? Bei mir ist auch ein Notstand. Und zwar hätte ich gerne deine Telefonnummer. Was hältst du davon? Nee, gar nicht. Erdbeeren, wunderbar, lecker. Sie sehen auch lecker aus, wollen Sie mir Ihre Telefonnummer geben? Auf Wiedersehen, goodbye. Ich hab die du lieb und du hast mich lieb. Somit habe ich auch dich lieb. Wie wär's, wenn du mir deine Telefonnummer gibst? Nee, nichts zu machen, stimmt auch nicht. Was stimmt nicht? Ist sogar dein Name oder was? Aber richtig, ne? Barbara, Dido, du komm her, sitz. Kann der Kommando geben? Er kann keine Kommando geben, außerdem ist es eine Sie. Kann der Kommando geben? Das ist ja, kann der Kommando, das ist ja Panne gewesen. Blöd gewesen. Wir haben es, glaube ich, zu viel in der Sonne gestanden heute. Kann der Kommandos geben, ist auch nicht.